Ricky und das große Dschungelabenteuer. In einem farbenprächtigen Dschungel, wo die Bäume wie grüne Riesen in den Himmel ragten und die Blumen in einem Meer aus Farben blühten, lebte ein kleiner grüner Papagei namens Ricky. Ricky war ein Vogel voller Lebensfreude, mit einem glänzenden Federkleid, das in allen Schattierungen von Grün schimmerte, und kleinen, funkelnden Augen, die stets vor Neugier strahlten. Ricky liebte es, durch den Dschungel zu fliegen, mit den Tieren zu plaudern und die Geheimnisse des Waldes zu erkunden. Aber am meisten liebte er es, Geschichten zu erzählen. Er hatte die Gabe, Geschichten so lebendig und farbenfroh zu erzählen, dass jeder, der zuhörte, sich mitten im Geschehen fühlte. Eines Tages beschloss Ricky, eine ganz neue Geschichte zu finden, eine Geschichte, die noch nie ein Vogel zuvor gehört hatte. Er flog von Ast zu Ast, fragte die Schmetterlinge, die Affen und sogar die alten, schlauen Schildkröten. Aber jede Geschichte, die er hörte, war ihm bereits bekannt. Mit unerschütterlichem Eifer flog Ricky tiefer in den Dschungel. Dort, in einer verborgenen Ecke des Waldes, traf er auf eine alte, weise Eule. »Eule«, rief Ricky aus, »ich suche nach einer Geschichte, die noch nie jemand erzählt hat.« Die Eule, mit ihren tiefen, weisen Augen, blickte Ricky an und sprach mit ruhiger Stimme, »Wenn du eine neue Geschichte finden willst, musst du selbst ein Abenteuer erleben.« Begeistert von dieser Idee machte sich Ricky auf den Weg. Sein erstes Abenteuer führte ihn zu einem reißenden Fluss, dessen Wasser wild und schäumend über die Steine sprang. Ricky flog nah über das Wasser, spürte die Gischt auf seinen Federn und beobachtete, wie die Fische gegen den Strom schwammen. Er lernte von den Fischen, dass es manchmal Mut erfordert, gegen den Strom zu schwimmen, um sein Ziel zu erreichen. Weiter flog Ricky durch dichte Nebelschwaden, die den Dschungel in ein geheimnisvolles Licht tauchten. Hier traf er auf eine Gruppe von tanzenden Tukanen, deren bunte Schnäbel im Nebel wie Juwelen leuchteten. Die Tukane lehrten Ricky, dass jeder seinen eigenen Rhythmus im Leben finden muss, genau wie sie ihren eigenen Tanz im Nebel hatten. Tief im Herzen des Dschungels begegnete Ricky einem freundlichen Jaguar, der durch das Unterholz schlich. Der Jaguar, mit seinem scharfen Blick und seiner anmutigen Bewegung, zeigte Ricky, wie man geduldig und aufmerksam sein Ziel verfolgt. Ricky lernte, dass Stärke nicht nur in der Kraft, sondern auch in der Geduld und der Ruhe liegt. Nach vielen Tagen voller Entdeckungen und Abenteuer kehrte Ricky zurück zu seinem Teil des Dschungels. Die anderen Vögel, neugierig auf die Geschichten, die er zu erzählen hatte, versammelten sich um ihn. Mit leuchtenden Augen und einer lebhaften Stimme erzählte Ricky von seinen Abenteuern, den neuen Freunden, die er getroffen hatte, und den Lektionen, die er gelernt hatte. Die Vögel des Dschungels lauschten gebannt, und als Ricky seine Erzählung beendete, erkannten sie, dass die wertvollsten Geschichten die sind, die wir selbst erleben. Ricky hatte nicht nur eine neue Geschichte gefunden, sondern auch die Bedeutung von Mut, Freundschaft und der Entdeckung des Unbekannten erfahren.